Ich habe mir was Geiles gefunden, Leute. Dashcam Fails. Aus Deutschland tatsächlich. Aus Deutschland Dashcam Fails, die wir uns gerne mal reinziehen können. Das ist interessant, weil man das so nicht kennt. Und ich glaube, ich als der beste Autofahrer der Welt. jetzt gibt's Content. Auf Safe, Digga. Ich als beste Autofahrer der Welt sehe das auf jeden Fall. Sascha ist gerade unpässlich, deshalb begrüße ich euch herzlich zur 89. Dankeschön, willkommen zur 69, Schatz. Was machst du da? Lass mich rein! Absoluter Obercringe, nice. Oh. Was war's da? Echt? Ja. Sieht aus, als wenn das Teil hinterm Porsche auftaucht. Ich würde sagen, der ist drüber gefahren, hat es hochgewirbelt. Boah, Digga, oha, Bruder. Könnte ein Reifenteil sein, finde ich. Digga, holy shit. Alter. Was macht der Bruder hier? Der Blaue nimmt dem Weißen die Vorfahrt. Aber der Weiße gar nicht dumm, fährt einfach drumherum. Na gut, habe ich mir jetzt anders vorgestellt, das Video. Abstand gilt ja nicht nur nach vorne, ne? Gilt ja auch seitlich. Digga, oh mein Gott. Oh mein Gott, wie kann man denn so dumm sein? Wie kann man denn so dumm sein, Alter? Wie kann man denn so stupid sein, Alter? Y-Food, actually nice. Actually nice, this stuff. Warte mal langsam, Eric. Auch da noch jemand, der es gesehen hat. Sehr richtig, auch Zeugen sind verdammt wichtig. Ja, Digga, Erich steigt jetzt aus und schlägt ihm erstmal in die Fresse unter rein, dem Alter. Helm kommt ein Kopf hervor, der nicht gerade amüsiert ist und auch gestikulierend da, ich glaube, etwas lauter redet. Naja. Darf man in Deutschland ein Dashcam haben? Ist das erlaubt? An beiden Fahrzeugen. Ist das erlaubt? Zeugen waren jedenfalls Schramm, schreibt Erich dazu. Einfach japanische Porno gerade. Ja, einmal dieses Elend, wenn man auf einem unsichtbaren Fahrrad sitzt und dann gleichzeitig mit verschwindet. Digga, wie dumm. Wie dumm, Alter. Wie dumm, Bro. Warum, Digga? Warum? Aber es wird vor Gericht nicht gewertet. So stupid eigentlich, oder? Warum fährt dieser Mensch? Der sieht doch, dass da ein Fahrradfahrer kommt, Digga. Wie dumm. Wie dumm einfach. Was soll denn das? Junge. Links und rechts unserer Windschutzscheiben, das sind A-Säulen, so nennt man die. Und dahinter verbergen sich ja teilweise ganze Autos oder auch LKW. Und unsere Kamera erschreckt sich deswegen auch ganz schön. Ja gut, Bro, das war jetzt nicht close, ne? Also du bist ein Ochse. Ja, du kannst ja ruhig hupen, aber der Ochse darf das. Das ist eine Kehrmaschine und wie ein Müllwagen dürfen die falsch rum durch Einbahnstraßen fahren oder durch Durchfahrt verboten Straßen. Boah, ich liebe den Typen, der das... Also ich liebe den Typen. Da dürfen die durchfahren und sie müssen es teilweise sogar. Und ja, der macht hier halt einfach nur seinen Job. Genau, ne, so ein Ding. So habe ich ja irgendwie eingekreist. Ja. Weiß man dann gar nicht so richtig, wo müssen... Digga, immer, immer. Baumarktparkplatz. Gucken, bevor du fährst. Genau, Digga, Sven. So lame aus Deutschland. Wir schauen gleich mal einen aus Russland. Meine Fresse. Du bist nicht angeschaltet, by the way. Ach, stimmt. Die ganzen Deutschen, Alter. Ganz ehrlich. Ja, nicht mit Sven. Ein Deutscher, der eine Dashcam hat, Digga. Ja, das mit dem Überholen ist so eine Sache. Der Golf versucht, unseren Cruiser zu überholen, ist aber nicht so einfach. Ja, Blau, fahr doch. Oh nein, Digga, wie dumm. Oh mein Gott, Alter. Oh, das war close, Junge. Digga, das war close, ey. F, Alter. Bruder. Eins in den Chat, wer Golf fährt und sowas macht. Gucken wir doch mal, wo dieser Gegenverkehr plötzlich herkommt. Der kommt hier aus der Seitenstraße, hat ein Stoppschild, hat aber auch nicht drauf geachtet, ist so durchgefahren. Man kennt ihn. Oh, Autobahn, jetzt wird's wild. Spiegelblick! Spiegelblick! Die Deutschen. Was? Spiegelblick, das gibt eine Anzeige! Du. Entschuldigt sich wenigstens.
Ja, zeig den Mittelfinger. Was macht ihr? Entschuldigt sich wenigstens. Ah, nee. Zeig den Mittelfinger. Ja, telefoniert der Idiot. So, also so ein Dummkopf. Hallo, wer wandert denn hier im Stockdunklen mitten auf der Straße durch die Gegend? Na, Omi, betrunken und verwirrt, schreibt Arnon. Er hat mal lieber die Polizei geholt. Okay. Digga, da hat auf jeden Fall, Doni, ich schwöre, es ist wirklich so. Ihr schafft das sogar von zwei Leuten übersehen zu werden. Alter, Alter. Fahrrad. Manche Fahrradfahrer so lost einfach. Ist ein Reifen? Nee. Digga, manche Fahrradfahrer wirklich so dumm, Alter. Ich hab schon wirklich in Köln, musste ich so oft in die Eisen gehen, weil Fahrradfahrer einfach dann teilweise über rote Ampel gezogen sind und ich fast einen Tod gefahren hätte, Alter. Wie cool. Also ich glaube, wenn wir es Christian noch länger einreden, dann glaubt das aber doch. Und man, die sind ja nie schuld, die sind ja nie schuld. Ja, Digga. Wow, what the fuck, Alter. Digga. Digga. Und plötzlich scheißt man sich in die Hose. Warum fährt man auf der linken Spur, auf der rechten Spur, wenn man links abbiegen muss? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Das glaube ich aber auch. Die durchgezogene Linie ist vollkommen wurscht, dem Typen jedenfalls, denn er hat noch seinen Kumpel hinter sich und da muss er natürlich angeben, ne, was für ein toller Maxe der ist. Und weil er so ultra cool ist, hat er sich noch eine vierte Bremsleuchte unten an die Stoßstange geschraubt. Was Domi und ich davon halten, das sagt euch Domi. Okay. Echt jetzt? Oh Gott, sieht das scheiße aus. Wer ist denn da unten da drin? Oh wei! Auf welche Bremsleuchte? Ich hoffe, dir geht's gut. Oh nein. Bist du bescheuert, Alter? Domi hat aber Bock darauf. Er macht's normal, der Verrückte. Ihr seid doch beide total behindert, oder? Guck sie dir das an. Digga, was ist denn mit euch? Chaos GT 44, Digga. Was ist denn mit denen, Digga? Und die Deutschen im Außen sind aber die Besten. Also so aber nicht. Also jetzt wird aber hier anständig gefahren. Alter. Mhm. Ja, was? Idiot, ey! Boah, wegen der Lappalie. Einen LKW vorlassen finde ich ja grundsätzlich gut, ne? Aber es muss auch Sinn ergeben und hier sehe ich keinen. Kopf näher lang. Aber sich dann mit diesem Roller da einfach durchzuquetschen, ne? Also das ist natürlich schon wieder Kategorie dämlich. Ja, warum? Also hätte ich jetzt genauso gemacht. Also Bro, der Moderator hat bestimmt eine Lederhose an, Alter, das sage ich euch. Der ist ganz deutsch. Digga, LKW auf der linken Spur. Verpiss dich, Junge. Ich hasse es. Ja, genau. Mit LKW auf der dritten Spur. Das sind immer die tollsten. Das sind die drei Star Stück. Trucker. Mit SWR3 die Zukunft der Kreuzfahrt der Linken. Wenn der jetzt gehupt hat, ich würde sagen, trotzdem sogar noch der linke LKW, der sich darüber beschwert, dass der mittlere beim Überholen nicht in der Puschen kommt. So kann ich es mir vorstellen. Digga, so dumm. Straight up aus Compton, der Bro. Klar, Porsche-Fahrer, ne? Ey, ihr Flaumeier, mittig auf der Straße steht. Ich hasse das, Alter, wenn so Fahrradfahrer zusammenfahren müssen, wenn die denken, sie müssten als Pärchen rumfahren, Digga. Das hier ist jetzt auch wieder so ein Video, das ich nicht kapiere, Alter. Ich weiß nicht warum, ich weiß auch gar nicht, ich verstehe es nicht. Was passiert denn jetzt? Ja, was passiert denn? Fällt die Frau mit dem Fahrrad hin oder was? Ach, Digga, so dumm. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das bei Ryanair kann.
Alter, ey, Digga, ist das dumm. Ist das dumm einfach. Free Room. Erzähl uns, Digga, was hier los ist. Hier rennt einfach mal eine Frau an einer Stelle, wo es keine Ampel gibt. Ja. Über eine dreispurige Straße, während der Verkehr rollt. Was es nicht alle gibt. Also. Verrückt. Verrückt, ja, wirklich. Die. Ja. Ja, es ist Berlin gewesen. Kudamm. Sternschau 98. Mal gerade durch. 1, 2, 3, 4, na, 6, 7 Meter, aber so ein weißer Strich ist nämlich auf der Autobahn 6 Meter lang. Ach so. Echt? What the fuck? Ich hasse das, Alter, wenn jemand an der grünen Ampel einfach steht und nicht fährt, Digga. Ich hasse das, Alter. Wisst ihr, was die Menschen sind? Faul. Wisst ihr, was die Menschen nicht machen? Rechts den Schulterblick. Jan Weiderskamp, dankeschön, Bro. Ich mich nie länger als eine Sekunde aufhalte nach Möglichkeit. Hier. In Ostdeutschland? Oh, sorry. In diesem toten Winkel. Achso, tut mir leid, Bro. Ich dachte, wir spielen Quiz. Also, mir wäre das nicht passiert. Ich würde da nicht rumfahren. Ich bleibe immer hinter den Autos. Die vielleicht nur zu 80% bei der Qualität sind, aber trotzdem nicht verarbeiten. Ganz klar, Digga. Ganz klar die Schuld von dem LKW-Fahrer. Ah, noch so ein Lifehack. Wenn ein LKW an einem liegen gebliebenen LKW vorbeifährt, wird der mit Sicherheit auf die linke Spur wollen. Ja, safe, weil der Fahrer halt ist, ne? Klar. Das macht schon Sinn. Da stand ein Anhalter, den habe ich. Komm, wir gucken jetzt mal